Ein chaotisches Ahoi und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Chaoten News. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für die Chaoten News. Ja, wir fangen natürlich mit dem Üblichen an, was so letzte Woche geschehen ist, beziehungsweise mit dem Wochenrückblick, was ist letzte Woche so geschehen. Also wir fangen ganz normal jetzt einfach an. Letzte Woche sind erstmal, Part 2 und 3 der Meisterschaften erschienen, denn wie ihr wisst, habe ich dann die Meisterschaften gesplittet. Und deswegen ist es jetzt so, dass die jetzt gekommen sind. Und das wird eigentlich ein ganz schneller Chaoten-News, weil die wird auch nicht sehr sonderlich lang sein. Ich habe nicht so viel zu besprechen, was letzte Woche geschehen ist. Aber ich kann nochmal sagen, ein paar Themen ansprechen jetzt. So, jetzt kommen wir direkt zum Wochenausblick. Danach kommen wir zu den einzelnen Themen, die ich noch besprechen will. Was wird nächste Woche euch erwarten? Nächste Woche wird es auf jeden Fall der letzte Teil von den Mario Kart Meisterschaften geben. Also, ich habe es auf 4 Teile gesplittet, nicht mehr. Und ich versuche wirklich, LM3 weiter anzustreben, das zu bringen. Denn ich will auf jeden Fall LM3, weitermachen. Ich will es weiterführen. Und wie ihr ja schon wisst, habe ich den LM3-Stil verworfen. Und da habe ich natürlich jetzt umso mehr Motivation, das zu schneiden. Ihr wisst, ich habe einen 45-Minuten-Part vor mir, den ihr noch schneiden soll. Eine 3,5-Stunden-Part. Und das war halt kacke, dass ich da gerade immer Memes reinladen soll und so alles. Deswegen, ich werde jetzt ein bisschen Mario Kart Wii, wie soll ich sagen, ausblenden. Sag ich es einfach mal so. Ich werde es ein bisschen ausblenden, ein bisschen nach hinten rücken lassen. Genau. Und LM3 dann mehr bringen. Also auf jeden Fall mehr bringen. Denn Mario Kart Wii habe ich eh keine Parts mehr, die ich noch hatte zum Vorproduzieren. Also da habe ich auch schon alles, was ich hatte, noch schon hochgeladen. Und genau. Jetzt will ich auf jeden Fall LM3 weiterbringen. Und vielleicht wird auch in kommender Woche natürlich wieder mal ein MKW-Part kommen. Aber ich denke, LM3 wird bevorzugt. So, jetzt starten wir mit dem Hauptthema, wie ich das im Titel angesprochen habe. By the way, fahren hier 6 Deutsche mit. Das erste Mal, wo die Deutschen die Lobby dominieren. Jetzt kommen wir auch zum Hauptthema, wo ich das im Titel auch angesprochen habe. Mein 2-jähriges Jubiläum. Genau, mein 2-jähriges Jubiläum findet morgen statt, wenn dieses Video am 20. kommt. Denn ich nehme das hier einen Tag vorher natürlich auf, am 19. Und das Jubiläum habe ich noch nicht aufgenommen. Also das werde ich am 20. aufnehmen, also genau heute. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wer das noch nicht kennt, der sollte mal erstes Jubiläum mal anschauen. Das war auch nice. Ich hoffe mal übrigens, die Helligkeit ist jetzt nicht runter, weil mein Akku gleich leer ist. Ich hoffe mal, dass das jetzt runtergesetzt wurde, ich weiß es nicht genau. Okay, wir kommen direkt weiter. Jetzt ist das Jubiläum, müsst ihr auf jeden Fall anschauen, denn da werde ich, wie gesagt, im ersten Jubiläum auch genau das gleiche machen, und zwar auf meine alten Videos 2019 reagieren, genau, die ich vom 21.05.2019 hochgeladen habe, also ab der 21.05. Werde ich darauf reagieren, ein paar Minuten, werde ich das ganze Video reagieren, weil das würde viel zu lange dauern, weil ich viel zu viele Videos habe und das war ein guter Stunt. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Jubiläum. Also schaltet auf jeden Fall am 21. also morgen ein bei dem Video. Es wird auf jeden Fall ein längeres Video sein als gedacht. Und jetzt kommen wir auch zum Gameplay. Denn ich habe noch was zum Gameplay zu sprechen. Denn im nächsten Code News gibt es ein anderes Gameplay jetzt. Genau, das habe ich jetzt hier angekündigt im letzten Code News, dass es ein anderes Gameplay geben würde. Und ich habe mich jetzt entschieden, das zu bringen, das Gameplay. Ein anderes Gameplay. Und es wird auf jeden Fall dann die nächste Code-News geben. Welches Spiel das wird, das werdet ihr noch erfahren. Aber das ist nice. Das ist nice. Dass es auch ein bisschen Abwechslung in den Code-News geben wird und nicht nur immer MK8. Das ist ja auch nicht so cool, die ganze Zeit nur das gleiche Spiel zu spielen in den Code-News. Und ich denke, das war's auch schon. Also ich habe nicht mehr zu besprechen, wir sind erst am Ende gewonnen. Das ist richtig gut. Das war eine relativ kurze Code-News, Leute. Das war krass.
war krass. Ich habe wirklich alles zu besprechen. Ach, ich kann noch was besprechen. Im nächsten Rennen habe ich noch was zu besprechen. Ich habe noch ein Rennen, okay. Ich habe noch was zu besprechen. Ich habe noch was vergessen. So, jetzt kommen wir auch zum letzten Thema. Denn am 19.05. kommt ja mein zweijähriges Jubiläum. Und am 22.05. kommt dann der letzte Part der Meisterschaften um 16 Uhr. Schaltet unbedingt ein. Also, ich werde schon mal sagen, was wann kommen wird. Und am 23.05. Oder am 24. Ich weiß nicht genau wann. Es wird auch vielleicht am 24. erst kommen. Wird dann das Splatfest kommen. Denn am 23.05., wenn ich mich richtig erinnere, hoffe ich mal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, meine Kamera ist ein bisschen verrutscht, das tut mir echt leid. Kann ich jetzt aber nicht mehr ändern. Am 23.05.2020, genau, wurde das Splatfest gekommen. Mayo vs. Ketchup. Das Splatfest kam schon mal am Juli, vermute ich mal jetzt. Mitte Juli irgendwann, keine Ahnung wann das kam. Aber ja, genau, das war das erste Splatfest, was kam. Und das wird jetzt remastered sozusagen. Meine Kamera ist gerade komplett scheiße, tut mir echt leid dafür. Ich bin da auch so sehr an dem Stativ geknallt. aber ja, das wird auf jeden Fall auch noch willkommen. Mayo vs. Ketchup, das Splatfest. Und ihr werdet auf jeden Fall erfahren, für die Leute, die noch nicht auf Discord mich gehört haben. Die Leute, die auf Discord waren, haben es schon sehr, sehr krass erfahren. Also die wissen es auch schon, welches Team ich bin. Aber für die Leute, die noch nur auf YouTube sind, werden es in diesem Part dann erfahren, welches Team ich bin. Aber ich denke mal, es ist recht eindeutig für die Leute, die mich nur auf Discord verfolgen. Denn viele Leute verfolgen mich ja nur auf Discord von meiner Community. Und ich habe ja nicht so eine große Community. Deswegen, ja, wissen es eh ja schon alle. Ein paar Leute wissen es noch nicht. Aber der Großteil weiß es ja schon, welches Team ich bin. Aber ich habe noch nicht abgestimmt bei den Splatfesten. Und ja, in den nächsten Kommen weiß ich nicht, was kommen wird. Vielleicht LM3-Parts, weil ich habe ja noch ein paar, ich habe so 6 Parts oder 5 Parts vorpostet gehabt von LM3. Und die werden auf jeden Fall auch die Tage kommen. Und ja, genau. Ich würde sagen, das wäre es auch schon mit heute in Ausgabe der Good News. Wir sind jetzt auch schon fertig. Am Ende wurden wir noch 10. und im letzten Rennen 1. wurden. Ja, GG. Das ist mega geil. Okay, ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe der Good News. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Schaltet auch bei den nächsten Videos wieder ein. Und ja, schaltet auch bei den folgenden Videos wieder ein. Ich hoffe mal, die werden so kommen, wie die kommen. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao. So, da meldet sich auch der Chaos-Pirat aus dem Schnitt. Ich wollte noch am Ende erwähnen, dass ich einen Instagram-Account habe. Denn da habe ich auch mein erstes Bild jetzt gepostet. Und übrigens habe ich Twitter auch, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ihr könnt mir da gerne folgen. Es ist jetzt nicht keine Werbung oder so, aber ich möchte euch nur sagen, dass ich das habe. Und da auch poste regelmäßig auf Twitter zum Beispiel auch. Poste ich andere, ja, verschiedene Dinge. Auf Instagram habe ich jetzt auch mein erstes Bild hochgeladen. Und ja, ich werde versuchen auch auf Instagram aktiver zu sein, wie auf Twitter. Und ja, das werde ich euch noch sagen. Und jetzt kommt der Abspann, liebe Leute.